Ab geht's. U23, 7,75 Kilometer. Ja, und da geht's doch schon richtig schnell los hier bei den Jungs. Ab auf das Beachvolleyballfeld. Und dann abbiegen auf die lange Gerade. Und dann gilt's, sich einzusortieren. Das Feld noch ganz, ganz eng beisammen. Ganz vorne jetzt Julian Großkopf aus Ludwigsburg. Aber das hat noch nichts zu sagen. So, und ich bin vor allem gespannt auf die Abstände dann. Julian Großkopf jetzt an Position 1. Hat Johann Janu Nikolaidis überholt. Ja, schönes Bild. Ganz vorne Julian Großkopf. Gefolgt von Tobias Ulbrich aus Landshut. Neben ihm Tim Assmann laufend im blauen Dress. TV Willingen. Jetzt nochmal rauf auf den Löninger Berg, die Löninger Berge. Und dann wieder runter. Also es gibt ja wirklich keinen Moment zum Ausruhen. Und jetzt sind sie dran. Jetzt ist Tim Assmann dran. Jetzt ist Tim Assmann dran und er geht auch gleich vorbei jetzt hier am Berg. Und macht er jetzt auch richtig ernst, macht er Druck. So, langsam aber sicher wird's ernst. Florian Brem, der drückt jetzt aufs Tempo. Wer kann da mitgehen? Benedikt Brehm, der probiert's auf jeden Fall. Tim Assmann wird jetzt schwer hinten raus. Position 4 zurückgefallen. Interessanter, ganz vorne mal zu schauen, was Florian Brem macht. Genau, und Florian Brem, der setzt sich jetzt langsam aber sicher hier ab. Macht Meter für Meter gut und man sieht's auch am Schritt. Der sieht richtig stark aus, oder Denise? Das sieht richtig stark aus. Der hat darauf vertraut, dass vorne der ein oder andere sich übernimmt. Und der sagt sich jetzt, okay, das sind noch gut 1000 Meter. Jetzt versuche ich's. Zu Recht, starke Leistung. Herzlichen Glückwunsch an Florian Brem, TV Leutershausen hier zum Titel. Und hinten wird nochmal gesprintet um Platz 2. Paul Specht und Tim Assmann fighten da miteinander. Arme gehen hoch bei Paul Specht, Silber und Tim Assmann. Der ist auch zufrieden mit Bronze. Benedikt Brehm.